Es, Frau Dax, haben gegen den SPÖ ging zunächst einmal in Führung. Jetzt Dorf, Handmöglichkeit, Schuss und Tor, 1:0 in der 9. Spielminute durch Reza Hamzic. Keine Chance für den Torhüter des SPÖ, da irgendetwas zu machen. Wirklich schön herausgespielt und es steht 1:0. Und es sollte so weitergehen. 13. Minute, Freistoß, Michael Feiter tritt an. Schuss und Tor, überhebt der Mauer und Torhüter und der Ball landet zum 2:0 in den Maschen. Keine Chance, wie gehabt, für den Torhüter des SV Dörkirchen, da irgendetwas zu machen. Wirklich ein sehenswerter Treffer, wie ich sagen würde. In der ersten Halbzeit tat sich dann allerdings relativ wenig. Zunächst einmal der ASV Taxam am Ball, verliert den Ball an den SV Dörkirchen, der jetzt den Ball in die eigenen Reihen behalten können und gleich auf das Tor des ASV Taxam gehen können. Immer noch dem SV Dörkirchen am Ball, versucht es, bleibt allerdings hängen, aber das bringt nichts ein. Dann allerdings die 64. Minute. Kontermöglichkeit. Kann sich hier nicht durchsetzen. Schöner Pass über die echte Außenseite. Kopfball und Tor. Michael Feiter war an diesem Nachmittag zum zweiten Mal an Stelle und versenkte den Ball in den Maschen des SV Dörkirchen. Wieder mal keine Abwehrchance für den Torhüter des SV Dörkirchen. Eine sehr interessante Begegnung, die damit auch wohl entschieden ist. Jetzt aber ein weiterer Treffer für die Mannschaft des ASV Taxam. Im Strafraum wie gehabt über die rechte Seite. Flanke und Siegfried Kirchmeier ist zur Stelle. 79. Minute, 4:0 und dieser Treffer war eine herrliche Aktion gegen den Ersatztorhüter des SV Dörkirchen. Denn der Torhüter wurde ja wegen Gelb-Rot vom Platz geschickt. Wir befinden uns in der Schlussphase. Beide Mannschaften tun eigentlich nur mal das Nötigste, aber jetzt wieder der ASV Taxam. Immer noch der ASV Taxam verliert den Ball an den SV Dörkirchen. Schöne Aktionen, die hier zu sehen sind. Und das gibt einen Foul, allerdings nicht wirklich vom Schiedsrichter gepfiffen. Immer noch der SV Dörkirchen am Ball, das allerdings eher jetzt das Geschehen im Mittelfeld abspielt. Es ändert sich auf jeden Fall nichts mehr am Spielstand von 4:0 für den Mannschaft des ASV Dörkirchen.